es geht. Hallo! Es ist Montag, 14:45. Ich bin in Moncton. Ich habe geladen. Hier bin ich wieder. Nach meinem langen Wochenende. 3 Tage frei gehabt. Wahnsinn. Was ist denn heute los? Ach, meine Stimme hört sich komisch an, weil meine Ohren bedeckt sind. Ja, hier ist warm. Hier sind es 19 Grad. Heute Morgen waren es 8, da habe ich mir die Mütze aufgesetzt. Heute und jetzt sind es 19 Grad, 18 Grad. Wo fahre ich hin? Ich fahre. Zuerst mal eine Frage. Wie war euer Wochenende? Meins war schön. Ich fahre nach Nova Scotia. Und zwar fahre ich nach Aulak zum altbekannten Truckstop. Da werde ich die Nacht verbringen. Und dann werde ich morgen früh, ganz früh losfahren. Ich habe zwar erst um 8 Uhr den Termin, aber ich versuche dann schon etwas eher da zu sein. Dementsprechend werde ich auch eher losfahren. Was soll ich eigentlich sagen? Ich rede die ganze Zeit. Hier kann man sich aussuchen im Park, ne? Guck mal hier, es ist so viel los auf den Straßen, dass die alle so viel zu tun haben, dass hier kaum einer beim Truckstop steht, ne? Und alle unterwegs. Alle. Aber ist egal. So, ansonsten gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Ich bin gut drauf. Ich hatte ein schönes Wochenende, 3 Tage frei gehabt. Wie gesagt, habe ich ja im letzten Short schon gesagt. Eigentlich wollte ich den Freitag und Samstag frei haben, aber dann kam gestern nichts und dann dachte ich mir, gut, bist du frei. Und damit ist es gut. So. Ach ja, ich muss jetzt hier reingehen. Weil ich habe gestern schon gewusst, dass ich über Nacht halt im Truck schlafe. Aber hier habe ich auch alles mitgenommen. Aber eins habe ich nicht mitgenommen. Wasser. Zum Trinken. Und das will ich jetzt hier kaufen. So. Dann gucken wir mal, dass das jetzt mit den Videos diese Woche, ab dieser Woche wieder normal läuft. So. Ja, bis gleich. Ne? We'll be right back.
Guten Morgen. Es ist Dienstag. Es ist kurz nach 9. Ich bin heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden. Oh. Und habe ich ja eben gezeigt, da stand ich da, jetzt stehe ich da. Ich war schon in Nova Scotia, habe angeliefert. Jetzt geht's wieder zurück. Und dann gucken wir mal. Schönes Wetter. Heute Morgen war es ein bisschen kalt. Ah, ich habe gestern was gemacht. Ich muss ja mich mit der Standheizung anfreunden, ne? Die funktionieren hier irgendwie bei jedem Tag anders. Und ich habe nur so einen Drehknauf, keine Temperatur drauf. Und dann will es natürlich dann nicht frieren in der Nacht. Und dann, ja, dann habe ich es mal so ein Viertel angemacht. So. Also, ne? Viertel? Boah, ich muss morgen aufhören, hab geschwitzt wie sonst was, ey. Das war ein bisschen viel. Obwohl, vielleicht ist es nicht viel, wenn es jetzt Minusgrade sind. Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich dann schnell duschen gegangen heute Morgen, weil ich habe ja gestern getankt, Dusche umsonst. Und dann war das super. Ich fühle mich richtig gut. Gucken, was der Boss noch mit mir vorhat heute. Einer hingeschissen? Nee. So, ja. Warum will ich kontrollieren, ob die Kühlmaschine voll getankt ist? Die habe ich doch gerade getankt. Also gestern habe ich alles getankt, heute Morgen oder eben gerade habe ich die Kühlmaschine getankt. Dann war ich noch meinem Kleinen die große Welt zeigen. Ja, und jetzt würde ich sagen, es geht zurück zur Insel. Kingsway! So. Richtig angenehmes Wetter in der Sonne. Und seht ihr, der Bart kommt weg wieder. So, bis später. So, guten Morgen.
Es ist Mittwochmorgen, es ist fast 7:30. Ein bisschen spät dran heute, aber es kommt auch daher. Weil gestern habe ich sehr früh Feierabend gemacht, ich glaube gegen 1 Uhr schon. Genau, 1 Uhr. Ich war, glaube ich, 2 Uhr zu Hause. Ja, ungefähr. So, und dann sagte man, gestern Mittag war ich beim Kunden, und dann habe ich meinem Boss geschrieben, ich sag, war das alles für heute, weil ich da so gewartet habe. Und dann sagt er so, ja, für heute war es alles, aber bis morgen sind wir gut versorgt. Gut, alles klar, dann bin ich dann zurückgefahren, nach Hause gefahren, und dann dachte ich so, ja gut, dann wirst du ja dann heute arbeiten. Ja, und dann kam nichts, kam nichts. Und dann dachte ich mir so, dann war ich so müde. Ich ging 9 Uhr, glaube ich, ins Bett gegangen, habe dann geschlafen. Habe mir aber für heute Morgen um 5 Uhr einen Wecker gestellt, falls mein Boss mir noch was schickt. Ja. Das hat er auch gemacht. Und jetzt bin ich hier, fange ein bisschen später an heute. Ich weiß auch nicht, wo es hingeht. Mal schauen. Aber hier, der Truck, der letztes da stand, wo ich gedacht habe, oh, ist der neu oder nicht? Der ist neu. Weil jetzt hat er eine Nummer, eine 34. Das ist, glaube ich, eine der höchsten Nummern, die wir hier haben. Und jetzt ist der schön sauber. Und okay, da fehlt jetzt ein bisschen was, aber im Großen und Ganzen sieht der doch auch gut aus, ey. Vielleicht frage ich meinen Boss, ob ich den haben kann. Chefe, kann ich den neuen Truck haben? Mal schauen, was er da für Pläne für hat. Aber gut. So, hier stehen wieder ein paar mehr Container. Ja, ich habe ja gesagt, demnächst ist wieder ein bisschen Container, oder demnächst ist ein bisschen Containerarbeit angesagt, so wie es gerade aussieht. Vielleicht fahre ich auch Container heute, kann auch sein, weiß ich nicht. Aber so wie es aussieht. Und die sind ja aus, das heißt, die sind leer. Ja, also die Kühlmaschinen sind nicht an. Und die standen hier, glaube ich, gestern oder vorgestern noch nicht. Ich glaube, da stand nur einer. Aber gut. Mache ich. Bin nur jetzt zertifizierter Containerfahrer in Kanada. Ansonsten weiß ich nicht viel. Ich lasse mich für heute mal überraschen. Aber ich will mal da vorne gucken, wo die ganzen Containerchassis standen, ob da noch was steht. Weil der eine Container, der hier letzte stand, ist weg. Nee, da steht noch ein Containerchassis. Kann man ja auch gar nicht benutzen, der ist zugeparkt, ne? So. Komisch, hier ist momentan relativ gutes Wetter. Es ist gar nicht so kalt, wie es sonst ist normalerweise um die Jahreszeit. Und überall, aber in manchen Teilen von Kanada, da schneit es, da regnet es, da steht alles unter Wasser. Hier ist toll. Habe ich gestern noch unterhalten mit jemandem hier vom Büro, als ich meine Papiere abgegeben habe, gestern Mittag, und dann sagte er so, ja, es ist ganz schön warm. Ich so, ja, es ist ganz schön warm. Ja. So. Ich werde mich jetzt fertig machen. Soll ich noch mal im Bus warten? Ich glaube ja, ne? Sowieso so komisch ruhig hier, 7:30. Normalerweise kommt doch der Typ, der die ganzen Pakete bringt für die Kurierfahrer. Und hier ist momentan gar kein Kurierfahrer, kein gar nichts. Das ist komisch. Weiß ich nicht. Egal, wir werden es nachher rausfinden. Bis später.
So, hi. Ich habe vergessen, den Schluss zu drehen. Hä? Was ist denn jetzt los? Egal. Jetzt hat er mir eben gerade was auf dem Display angezeigt, das kannte ich gar nicht. Aber es geht jetzt wieder, denke ich. Oder? Egal. Ich bin auf dem Heimweg, es ist 4 Uhr. Ich komme im Hellen nach Hause. Diese Woche ist wohl ein bisschen weniger los. Ich bin am Monken gefahren, angeliefert, bin zurückgefahren. Dann habe ich meinen Chef gefragt, ob das alles war. Da hat er geschrieben, er denkt es so. I think so, hat er geschrieben. Und ja, dann bin ich zurückgefahren, habe die Karre abgestellt. Ich musste heute die Klimaanlage benutzen. In Monken hatten wir es 22 Grad und hier haben wir es jetzt gerade 19 Grad. Plus, normalerweise liegt hier schon fast Schnee. Das ist der wärmste Herbst, den ich bis jetzt hier erlebt habe. Aber gut. So, ich möchte mich bedanken fürs Zuschauen. Dies ist das Donnerstagsvideo. Ich hoffe, dass ich ein Sonntagsvideo zusammenkriege. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ja, habe ich gesagt. Talk steht für Teilen, Abonnieren, Liken, Kommentieren. Facebook habe ich eine wundervolle Gruppe. Zurzeit sind wir 907 Mitglieder. Diese Gruppe heißt Kanada Trucker Philipp. Wenn ihr Bock habt, kommt da rein, könnt ihr rausgucken. Und ich würde sagen, ich komme wieder, keine Frage. Bis bald, tschüss.